Wenn wir uns zum Beispiel draußen einen bestimmten Ort anschauen, sehen wir problemlos sowohl den nahesten als auch die entferntesten Objekte mit all ihren Farben, Formen und Größen. Aber diese Bilder, die uns nicht die geringste Mühe machen, werden nur verwirklicht durch unzählige komplexe Reaktionen und Wirkungen in unserem Körper. Untersuchen wir nun diese komplexen Vorgänge einmal etwas genauer. Das menschliche Auge besitzt einen äußerst perfekten Mechanismus, der ganz von alleine arbeitet. Dieser Mechanismus besteht aus ungefähr 40 verschiedenen miteinander verbundenen Teilen. Jedes dieser Teile erfüllt eine spezifische, wichtige Aufgabe, die wir zum Sehen benötigen. Die Unvollkommenheit oder das Fehlen von auch nur einem dieser Teile würde das Sehen vollständig unmöglich machen. Die äußerste durchsichtige Schicht am Auge nennt man Kornea. Gleich dahinter kommt die Iris. Diese Iris, die auch die Farbe der Augen bestimmt, stellt automatisch dank ihrer Muskelverbindungen die Dimension der Pupille je nach Lichtstärke ein. Sind wir zum Beispiel an einem dunklen Ort, vergrößert sich die Pupille, um so viel Licht wie möglich aufnehmen zu können. Und an einem hellen Ort verringert sie die einfallende Lichtmenge, indem sie sich verengt. Das automatische System der Iris funktioniert folgendermaßen. Sobald ein Lichtstrahl in das Auge eindringt, meldet ein Signal vom Augennerv in Bruchteilen einer Sekunde dem Gehirn die Anwesenheit und die Stärke des Lichts. Das Gehirn sendet sofort ein Signal zurück und befiehlt den Muskeln, die mit der Iris verbunden sind, wie stark sie sich zusammenziehen müssen. Ein anderer wichtiger Mechanismus, der mit dieser Funktion zusammenarbeitet, ist die Linse. Die Aufgabe der Linse ist es, die Lichtstrahlen, die aus unterschiedlichen Entfernungen und Winkeln das Auge erreichen, zur Retina, die sich hinten im Augapfel befindet, zu fokussieren. Dies geschieht wieder mit Hilfe der feinen Muskelstränge, welche die Linse umfassen und ihre Funktion überhaupt möglich machen. All diese genannten Systeme sind wesentlich kleiner und sehr viel fortschrittlicher als die mechanischen Geräte der heutigen Zeit, die mit Hilfe der Mikrotechnologie gebaut werden und das Auge darstellen sollen. Sogar das am weitesten entwickelte künstliche Sehgerät ist mit dem Auge verglichen simpel und primitiv. Wenn wir bedenken, wie viel Zeit und Aufwand die Menschheit für die Entwicklung dieser Geräte benötigt hat, erkennen wir sofort, auf welch wunderbare Art die Schöpfung des Auges beruht. Würden wir nur eine einzige Zelle der Augen aus mikroskopischer Sicht betrachten, käme die Überlegenheit der Schöpfung sogar noch deutlicher zum Vorschein. Stellen wir uns nun vor, dass wir uns einen mit Obst gefüllten Teller ansehen. Die Strahlen, die von diesem Teller aus das Auge erreichen, dringen zunächst durch die Kornea und die Pupille und werden anschließend von der Linse in Richtung Retina fokussiert. Was geschieht jedoch genau in der Retina, dass die Zellen das Licht hier überhaupt wahrnehmen können? Wenn die Lichtquanten, also die Photonen, die Zellen in der Retina treffen, kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn sehr viele perfekt aufgestellte Dominosteine in Bewegung gebracht werden und eine Kettenreaktion auslösen. Der erste Dominostein, der sich in der Retina befindet, ist ein Molekül namens 11-cis-Retinal. Dieses Molekül ändert sofort seine Form, sobald es von einem Photon getroffen wird. Diese Änderung führt dazu, dass das nächste Protein in der Kette, Rhodopsin genannt, das an das 11-cis-Molekül gebunden ist, sich gleichermaßen verändert. Dieses Rhodopsin, welches sich auch vorher schon in der Zelle befand, sich aber wegen der ungeeigneten Form des nächsten Proteins Transducin eigentlich nicht verbinden konnte, ist nun nach dieser Veränderung in der Lage dazu. Nach dieser Verbindung entsteht ein neues Molekül mit dem Namen GTP und schließt sich dieser Gruppe an.
ab diesem Zeitpunkt sind die zwei Proteine Rhodopsin und Transducin und das Molekül GTP miteinander verbunden. Doch die Verarbeitung in der Zelle beginnt erst jetzt. Die Verbindung GTP hat die Aufgabe, sich mit einem weiteren Protein, Phosphodiesterase, zu verbinden, welches sich ebenfalls schon vorher in der Zelle befand. Durch diese Verbindung entsteht ein Molekül, dessen Form einen Mechanismus auslöst, der in der Zelle eine weitere chemische Reaktion hervorruft. Dieser Mechanismus sorgt für eine Änderung des Ionenhaushalts in der Zelle, der zu einem elektrischen Signal führt. Diese Energie wird den Nerven, die sich gleich hinter der Retinazelle befinden, übermittelt. Schließlich schreitet die Wahrnehmung, die zunächst als Licht ins Auge fiel, anschließend eine chemische Reaktion hervorrief, nun wie ein Elektrosignal fort. Dieses elektrische Signal beinhaltet sämtliche optischen Informationen des äußeren Objektes. Damit aber das Sehen verwirklicht werden kann, müssen die elektrischen Impulse, die in der Retinazelle produziert werden, das Sehzentrum im hinteren des Gehirns erreichen. Die Nervenzellen, die diese elektrischen Signale weiterleiten sollen, haben jedoch keine durchgehenden Verbindungen miteinander. Zwischen den Verbindungspunkten befinden sich große Lücken, dort, wo die Enden der Nervenzellen auf die nächsten Nervenzellen stoßen. Wie aber können dann die elektrischen Impulse ihren Weg fortsetzen und das Gehirn erreichen? Genau hier werden wieder komplexe Verarbeitungen vorgenommen und die elektrischen Impulse werden, ohne dass die Informationen Schaden nehmen, wieder in chemische Energie umgewandelt. Auf diese Weise übermitteln die chemischen Boten in den lückenhaften Verbindungspunkten der Nervenzellen an den sogenannten Synapsen die Informationen der Impulse vom Auge erfolgreich von einem Nerv zum anderen. Im Zielnerv wird die chemische Energie wieder in elektrische Impulse umgewandelt und sie führen ihren Weg bis zum nächsten Überspringungspunkt fort. Auf diese Weise erreichen die Signale das Sehzentrum im Gehirn. Dort werden sie mit den Informationen im Gedächtniszentrum verglichen und die Wahrnehmung wird noch einmal beurteilt. Letzten Endes sehen wir diesen Obstteller nur durch ein perfektes System mit Hunderten von kleinen Details. Und all diese erstaunlichen Vorgänge passieren nicht nur in Bruchteilen einer Sekunde, sie wiederholen sich auch andauernd, weil das Sehen ein permanenter Prozess ist. Die Moleküle, die in diesen Kettenreaktionen in den Zellen der Augen tätig sind, werden jedes Mal in ihren Originalzustand zurückversetzt und beginnen mit den Reaktionen jedes Mal von vorne. Natürlich spielen sich währenddessen auch in anderen Teilen des Körpers viele ähnliche komplexe Operationen gleichzeitig ab. Wir können neben dem optischen Eindruck auch gleichzeitig den akustischen Eindruck des Objekts wahrnehmen. Und je nach den gegebenen Umständen können wir auch seinen Geruch und Geschmack wahrnehmen oder feststellen, wie es sich anfühlt. Millionen dieser Reaktionen und Vorgänge geschehen ohne Unterbrechung und ohne besondere Anstrengung des Menschen im ganzen Körper.